Die Dornvögel ist ein US-amerikanischer Fernseh-Mehrtrailer aus dem Jahr 1983. Die Handlung basiert auf dem gleichnamigen Roman der australischen Schriftstellerin Colleen McCullough von 1977. Die Serie wurde in Deutschland und Österreich mehrfach auf verschiedenen Sendern ausgestrahlt und war weltweit ein großer Erfolg. Sie gehört zu den vielen populären Serien der 1980er Jahre. In diesem Video erfahrt ihr, wie sich die Schauspieler und Charaktere der Serie verändert haben. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, um keines unserer Videos zu verpassen. Richard Chamberlain. In der Serie ist er als Ralph de Bricassard bekannt, ein Priester, der eine verbotene Beziehung mit Maggie Clary hat, einem Mädchen aus der Gemeinde, für das er eigentlich eine Vaterfigur sein sollte. George Richard Chamberlain ist ein US-amerikanischer Sänger und Schauspieler. Nach dem Ende der Serie Die Dornvögel setzte Richard Chamberlain seine vielseitige Karriere fort. Ursprünglich interessierte er sich erst gegen Ende seines Kunststudiums am Pomona College in Kalifornien für das Theater. Seine ersten Schritte auf der Bühne wurden jedoch 1956 durch seine Einberufung zum Wehrdienst in Ostasien unterbrochen. Nach seiner Rückkehr in die USA nahm er Gesangs- und Schauspielunterricht und erhielt 1961 die Titelrolle in der Fernsehserie Dr. Kildare. In den letzten Jahren sah man ihn in Nip Tuck, Schönheit hat ihren Preis, Brothers and Sisters und sogar in Desperate Housewives. 1934 geboren und ist heute 89 Jahre alt. Rachel Ward. Rachel Ward in der Rolle der Maggie Clary ist die Hauptfigur der Geschichte. Sie ist eine intelligente und leidenschaftliche junge Frau, die sich schon in jungen Jahren unsterblich in Ralph de Bricassard verliebt. Ihre turbulente Beziehung steht im Mittelpunkt der Handlung. Rachel Claire Ward ist eine britisch-australische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin. Mit 16 Jahren brach sie die Schule ab, um als Model zu arbeiten und zog 1977 in die USA. Ihr Schauspieldebüt gab sie 1981 in Sharky und seine Profis an der Seite von Burt Reynolds, wofür sie für einen Golden Globe nominiert wurde. International bekannt wurde sie 1983 mit Die Dornvögel. Bei den Dreharbeiten lernte sie Brian Brown kennen, den sie 1984 heiratete. Ward setzte ihre Schauspielkarriere mit Filmen wie Gegen jede Chance von 1984 und Bobby's Girl von 2002 fort. Rachel Ward wurde am 12. September 1957 geboren und ist heute 66 Jahre alt. Gene Simmons. Gene Simmons in der Rolle der Fee Clary ist die Matriarchin der Familie Clary. Sie ist stark, ihrer Familie hingebungsvoll ergeben und hegt eine tiefe Liebe zu ihren Kindern, insbesondere zu Maggie. Jean Marilyn Simmons war eine britische Schauspielerin. Sie begann als Balletttänzerin, wurde aber bald für den Film entdeckt. Ihre Karriere begann 1943 mit der Rolle der Schwester von Margaret Lockwood in Give Us the Moon. Ein Höhepunkt ihrer Karriere war ihre Darstellung der jungen Estella in Große Erwartungen. Simmons etablierte sich auch in Hollywood und spielte in Monumentalfilmen wie Das Gewand und Spartacus mit. Simmons verstarb 2010 im Alter von 80 Jahren an Lungenkrebs. Mare Winningham als Justine O'Neill. Justine ist die Tochter von Maggie und die ältere Schwester von Dane. Im Laufe der Jahre hat sie sich auch eine raue Schale zugelegt, die niemand zu knacken vermag. Mare Winningham ist eine US-amerikanische Schauspielerin. Nach dem Ende von Die Dornvögel setzt Mare Winningham ihre Karriere erfolgreich fort. Sie stammt aus einer kinderreichen Familie und begann ihre Schauspielkarriere 1976. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rollen in Amber Waves, für die sie einen Emmy erhielt. Auch für Auftritte in Filmen wie Herzchirurg Dr. Vrain und St. Elmo's Fire, Die Leidenschaft brennt tief, erhielt sie viel Lob. Mare Winningham wurde am 16. Mai 1959 geboren und ist heute 64 Jahre alt. Barbara Stanwyck als Mary Carson.
Mary Carson ist die Schwester von Paddy Clary und die wohlhabende Tante, der die Schaffarm gehört. Sie bietet der Familie Clary die Möglichkeit, auf ihrer Farm zu arbeiten und garantiert ihr ein Leben in Wohlstand. Ihr Bruder Paddy und ihre Schwägerin Fiona behandelt sie wegen ihrer Armut herablassend. Barbara Stanwyck war eine US-amerikanische Schauspielerin. Stanwyck erlangte in den 1930er und 1940er Jahren große Popularität und wurde für ihre vielseitigen Rollen in Filmen wie Die Fallspielerin und Frau ohne Gewissen unter der Regie von Billy Wilder bekannt. Im Fernsehen erlangte sie große Anerkennung für ihre Rollen in der Serie Big Valley und erhielt später einen Emmy und einen Golden Globe für ihre Leistung in Die Dornvögel. Im Januar 1990 starb sie im Alter von 82 Jahren an Herzversagen. Christopher Plummer. Als Erzbischof Vittorio ist er ein hoher Würdenträger der katholischen Kirche und der Mentor von Ralph the Brick Assad. Seine Figur verleiht der Geschichte eine spirituelle und moralische Dimension. Arthur Christopher Ormy Plummer, CC, war ein kanadischer Film-, Fernseh- und Theaterschauspieler. Bekannt für seine herausragenden Shakespeare-Rollen, erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und war auch in Hollywood erfolgreich. Er gewann einen Oscar für seine Rolle in Beginners und war mit 88 Jahren der älteste Schauspieler, der für einen Oscar nominiert wurde. Plummer war auch ein gefeierter Bühnen- und Fernsehschauspieler und erhielt einen Tony Award, einen Emmy Award und das Goldene Ehrenzeichen Österreichs. Er starb im Februar 2021 im Alter von 91 Jahren. Philip Anglim als Dane O'Neill. Dane ist Maggies zweites Kind und ihr Liebling, denn er ist der Sohn, den sie mit ihrer großen Liebe Ralph hat. Ralph wird zu einem Mentor für Dane, als dieser aufwächst und den Wunsch hegt, Priester zu werden. Philip Anglim ist ein US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler. Bekannt wurde er durch seine Rolle als Vedek Beryl Antos in der Science-Fiction-Serie Star Trek Deep Space Nine, die er von 1993 bis 1997 in 8 Episoden verkörperte. Philip wurde am 11. Februar 1953 geboren und ist heute 72 Jahre alt. Brian Brown als Luke O'Neill. Luke kommt als Wanderarbeiter nach Jor-Heldar. Er gibt vor, sich in Maggie verliebt zu haben und macht ihr eines Tages einen Heiratsantrag. Obwohl Maggie in ihrem Herzen nur Ralph liebt, ist sie offen für seine Avancen. Brian Neathway Brown ist ein australischer Schauspieler. Nach dem Ende der Serie Die Dornvögel setzte Brian Brown seine erfolgreiche Karriere fort und wurde bekannt durch Hauptrollen in Filmen wie FX – Tödliche Tricks und FX2 – Die tödliche Illusion von 1991 sowie Cocktail an der Seite von Tom Cruise und Gorillas im Nebel an der Seite von Sigourney Weaver. Brown wurde am 23. Juni 1947 geboren und ist heute 76 Jahre alt. Piper Laurie als Anne Mueller. Anne Mueller wird eine enge Freundin von Maggie, nachdem sie ihr während ihrer Ehe mit Luke einen Job anbietet. Piper Laurie war eine US-amerikanische Schauspielerin. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Rollen in Filmen wie Haie der Großstadt, für den sie für den Oscar nominiert wurde, sowie für ihre Darstellung in Carrie, des Satans jüngste Töchter und Gottes vergessene Kinder, für die sie ebenfalls Oscar-Nominierungen erhielt. Piper Laurie starb im Oktober 2023 im Alter von 91 Jahren in Los Angeles. Ken Howard als Rainer Hartheim. In der Serie spielte er die Rolle des Rainer Hartheim. Ken Howard war ein US-amerikanischer Schauspieler und Gewerkschafter. Ken Howard wuchs in Manhasset, New York auf und studierte Schauspiel am Amherst College und an der Yale University, bevor er seine Broadway-Karriere in Neil Simons Promises, Promises begann. Er erhielt Auszeichnungen für seine Rollen in 776 und Child's Play und spielte später in Fernsehserien wie The White Shadow und Crossing Jordan, Pathologe mit Profil. Er starb im März 2016 im Alter von 71 Jahren in der Nähe von Los Angeles.
Wir sind am Ende des Videos angekommen. Teilt uns in den Kommentaren mit, wer eure Lieblingsfigur in der Serie war.